Für dieses Eis kommen Fans sogar von weit her nach Worms. Das Il Nonno von Sebastian Hans gehört zu den besten Eisdielen in Rheinland-Pfalz. Wir verwenden keine chemischen oder künstlichen Zutaten, sondern versuchen alles, wo es geht, regional und natürlich einzukaufen. Den Erfolg verdankt er auch seinem Vanilleeis. Das Rezept stammt in den Grundsätzen von seinem italienischen Urgroßvater und ist rund 100 Jahre alt. Da wir ein traditionelles Rezept haben, besteht unser Vanilleeis lediglich aus frischer Milch, Sahne, Traubenzucker, einem natürlichen Bindemittel und Zucker. Künstliches Vanillearoma kommt dem 39-Jährigen nicht in den Topf. Also das ist ein hundertprozentiges Vanillemark. Das kriegen wir direkt über Frankreich aus Madagaskar von einem zertifizierten Betrieb. Früher wurden die Vanilleschoten von Hand ausgekratzt. Da sind wir eigentlich ganz froh, dass wir das nicht mehr machen müssen. Und ja, das ist halt das Innenleben der Vanilleschote in Reinform. Das Vanillemark gibt Sebastian Hans als letztes in seine Eismischung. Gut durchgerührt muss die Vanillemasse auf minus 20 Grad herunterkühlen und eine Nacht lang ruhen. Dann ist sie morgen 1A handwerkliches Eis. Heute allerdings soll der Eismacher mit seinem Kollegen Luca Weigand für uns Vanilleeis aus dem Supermarkt probieren. Was kann die industriell hergestellte Konkurrenz? Außerdem schlecken auch die Freundinnen Jana und Gesa für uns das Supermarkteis. Sie sind leidenschaftliche Gelato-Fans und gehen im Sommer jede Woche Eis essen. In unserer Stichprobe das Vanilleeis von Aldi für 1,99 Euro pro Liter, das günstigste Eis. Außerdem Bourbon-Vanille von Mövenpick für 2,09 Euro pro Liter. Und Cremissimo Bourbon-Vanille für 2,68 pro Liter. Und deutlich teurer, die Landliebe-Eiscreme Bourbon-Vanille für 4,65 Euro pro Liter. Mit Abstand am teuersten, Vanilla von Häagen-Dazs für 14,11 Euro pro Liter. Los geht es mit dem günstigen Vanilleeis der Aldi-Eigenmarke Mucki. Unsere Testerinnen wissen nicht, welches Eis sie gerade essen. Ja. Schmeckt wie ein normales Vanilleeis. Und es ist süß. Findest du es auch süß? Aber auch sehr vanillig. Mhm. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das so eine natürliche Vanille ist. Hat man geschmeckt, dass es echte Vanille ist? Da kann man nicht meckern, aber ja. Von der Konsistenz, naja. Vom Geschmack ist das gut, aber mir zu luftig, also das hat keinen Gehalt. Weiter geht's mit Eis Nummer 2, das Mövenpick Bourbon Vanille. Wenn ich dachte, das erste hat künstlich geschmeckt, dann schmeckt das jetzt viel künstlicher. Also es ist gar nicht meins. Also da reicht mir jetzt auch so eine halbe Kugel. Ja, ich brauche auch nichts mehr. Also das Eis ist jetzt noch luftiger als der erste Kandidat, sage ich jetzt mal. Es ist offensichtlich ein Farbstoff drin und es ist sehr dünn. Ist ja auch wie beim ersten Eis. Ich habe das jetzt wie lange in der Hand? 2 Minuten und es ist quasi weg. Rita Rausch ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Luft ist bei Industrieeis notwendig, um es cremig zu machen, erklärt sie. Aber es kommt einfach auf die Menge an Luft an. Und hier können die Hersteller ganz einfach sparen, wenn sie viel Luft einschlagen. Der Verbraucher kann das daran erkennen, wenn er neben der Milliliter- oder Literangabe auch das Gewicht auf der Packung findet, was jetzt hier bei diesen 5 Produkten jeweils auch gemacht wurde. Bei unseren Produkten enthält das Landliebe-Eis am meisten Luft, mehr als die Hälfte der Masse. Am meisten Eis bekommt man bei Häagen-Dazs. Hier ist fast der ganze Inhalt auch Eismasse. Zurück zu unseren Testerinnen. Cremissimo verspricht löffelzarten Genuss. Stimmt das? Das ist richtig gelb. Das ist richtig gelb. Also dagegen waren die anderen ja wirklich weiß. Ja, das ist richtig gelb. Das sieht aus, als hätte jemand gelbe Farbe reingekippt. Boah. Das schmeckt Boah. Wirklich gar nicht. Das ist wirklich ganz furchtbar. Das soll Vanille sein, aber es schmeckt nicht direkt nach Vanille. Es schmeckt wirklich extrem künstlich. Aber es ist, glaube ich, keine echte Vanille drin. Da ist Vanillin und Farbstoff, schätze ich mal. Und geschmacklich auch am schlechtesten bis jetzt. Schwere Fertig. Ja.
Laut Packungsangaben soll das Eis allerdings sehr wohl echte Vanille von den Bourbon-Inseln enthalten. Der Hersteller schreibt uns auf Nachfrage: Maßgebend für den beliebten Geschmack des Cremissimo Vanilleeises ist natürliches Vanillearoma, das aus Bourbon-Vanilleschoten gewonnen wird. Ein Mindestgehalt an echter Vanille im Vanilleeis ist in den Speiseeisrichtlinien nicht vorgeschrieben. Und es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten. Bei gemahlenen, extrahierten Vanilleschoten wurde das Aroma schon herausgezogen. Sie schmecken kaum, sorgen nur für die typisch schwarzen Punkte. Natürliches Vanillearoma muss zu 95% aus Vanille bestehen. Für den Rest dürfen andere Aromen beigemischt werden. Vanilleextrakt wird mit Alkohol aus der echten Vanilleschote gewonnen. Vorsicht bei den Bezeichnungen natürliches Aroma, Vanillearoma oder mit Vanillegeschmack. Das Eis enthält dann kein Aroma aus der Vanille, sondern aus anderen Stoffen hergestelltes Vanillin. In unserer Geschmacksprobe jetzt das Eis von Landliebe. Also die Konsistenz ist wirklich gut, finde ich. Ja, also wirklich auch sehr gut. Schmeckt jetzt nicht krass vanillig, finde ich, aber auch nicht so krass künstlich wie das davor. Es ist süß, ja, aber es ist nicht so künstlich. Ich finde es ganz in Ordnung. Ich meine, man sieht ja auch, dass es besser ist. Wir essen beide mehr davon als bei den anderen beiden. Mir fehlt eigentlich schon so der Vanillegeschmack. Wenn ich es jetzt anschauen würde, ja, würde ich mir da mehr erhoffen vom Geschmack. Es schmeckt sehr milchig. Der Vanillegeschmack ist nicht sehr intensiv, es ist definitiv Farbe drin. Auch bei der Farbe hilft die Industrie fast immer nach. Es ist so, dass in 4 von 5 Produkten Carotin als Farbstoff drin ist, nur in einem nicht, in Hägen das. Und da, wenn man auf die Zutatenliste schaut, sieht man, ist Eigelb drin. Die anderen Hersteller haben kein Eigelb drin und müssen deshalb einen Farbstoff, in diesem Fall Carotin, zufügen, damit das Eis gelblich aussieht und die Erwartung der Verbraucher an ein gelbliches Eis erfüllt wird. Erfüllt das teuerste Eis in unserer Stichprobe diese Erwartung? Das Vanilla von Häagen-Dazs. Die Farbe sieht total natürlich aus, aber es ist sehr hart. Also da muss man ja richtig hier drücken, dass man ein bisschen was auf den Löffel bekommt. Es ist weniger Luft drin, es ist härter, auf jeden Fall. Aber da ist keine Vanille drin. Nicht ersichtlich und auch nicht zu schmecken. Vielleicht ist es auch falsch abgefüllt worden. Also ich würde sagen, dann lieber kein Vanille als zu viel Künstliches wie beim dritten Kandidat. Aber da wir hier Vanilleeis verkosten, fehlt es hier halt leider komplett. Das schmeckt wirklich sehr milchig. Wenig vanillig. Also vielleicht ist es auch Vanille, aber sie schmeckt auf jeden Fall nicht so dominant wie bei den anderen Sorten. Und dabei aber extrem süß. Es könnte auch einfach ein Milcheis mit Zucker sein. Und welches Vanilleeis können unsere Eisfans für den Sommer empfehlen? Unser Testsieger ist auf jeden Fall die Nummer 4. Genau, hier hat uns einfach das Gesamtpaket überzeugt. Es war nicht zu schnell flüssig, ist gut im Mund zergangen, hatte einen schönen cremigen Abgang und war auch schön vanillig, aber gleichzeitig nicht zu süß. Also unser Gesamtsieger ist die Nummer 1. Die Nummer 1 hat recht natürlich vanillig geschmeckt. Sie hatte augenscheinlich zumindest keinen oder wenig künstlichen Farbstoff, war geschmacklich in Ordnung. Und ja, das Einzige ist halt der hohe Luftaufschlag, was das Eis relativ leicht und dünn macht. Aber das ist bei jedem industriell hergestellten Eis so. Unsere beiden Testsieger. Rechts cremig und angenehm süß von Landliebe. Links natürlich vanillig und optisch überzeugend von der Aldi-Eigenmarke Mucki. Bei Sebastian Hans gibt es jetzt einen schönen Spaghetti-Eisbecher mit dem eigenen Vanilleeis. Denn das schmeckt ihm, auch wenn es ganz gute Supermarktprodukte gibt, immer noch am besten. Noch mehr Verbraucherthemen gibt es hier und zur ganzen Sendung geht's hier.